Hallo Freunde, herzlich willkommen. Wir spielen wieder Fallout 3. Was sag ich denn? Fallout 4 natürlich! Oh Gott. Ich überlege gerade, was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Wer war das? Deacon. Ach, wir sind bei der Mission von der Eisenbahn. Ne, wie hießen die denn? Ich glaube, das kann ich gar nicht. Kann ich das entsperren? Ah, Meister kann ich entsperren. Das gibt XP. Das werden wir natürlich direkt mal machen, auch wenn die Tür, glaube ich, schon offen ist. Das dürfte der Deacon gerade gemacht haben. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Ingredients. Probieren wir mal aus. 0. Okay, also Experiments kann es nicht sein. Das wär's. Oh, ich bin immer so genial. Okay, die Tür ist schon offen. Oh, Entschuldige. Falsche Taste. Ich dachte immer, dass diese Terminals reine Zeitverschwendung wären. Ja, man kann die Tür auch aufprügeln. Jemand hat einen Bahnsignal hinterlassen. Mir fällt gerade was ein. Mal gucken, kann ich hier eigentlich so... Oh Gott. Ich habe meinen Carry-Weight-Cheat nicht an. Moment. Ich also, wie war das? Player Set AV Carry-Weight 6000. Ich hoffe, das war das Richtige. Gucken mal kurz nach. Ich habe den nämlich... Nee, das war das Falsche. Scheint nichts zu sein. Ja, dann machen wir halt jetzt erstmal so. Seltsam. Da unten ist ein Synth. Das heißt, ich kann heute in dieser Aufnahmesession nicht alles mitnehmen, was ich möchte. Ich glaube, ich werde zwischendurch mal einfach eine kurze Aufnahmepause machen, dann... Wie war denn? Ich sollte mir den mal hier echt auf einen Zettel schreiben. Oh Gott, oh lecker, Chips. Oh, Chips. Könnt ihr jetzt auch... Oh, Kartoffelchips. Siehst du das Viereck in der Mitte des Bahnsignals? Ja. Das bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt ist. Ah, okay. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Du weißt schon. Schau dich mal um. Okay, mache ich. Warum soll ich denn eigentlich da lang? Egal. Irgendwie ist hier alles... Tom konnte die Verteidigungsanlage noch aktivieren. Hat die Runner wohl kaum gestört, aber hey, vielleicht hat es ein paar Leben gefallen. Du hast wohl noch nie einen Runner gesehen, aber das sind echt fiese und hochmoderne Spielzeuge des Instituts. Hier drin sollten keine sein, aber wenn doch, dann lauf. Oh, da sind ja noch mehr. Ja, du kommst in Fahrt. In Fahrt, die macht nix. Ja, die macht nix. Munition nehme ich mit. Die ganzen Institutspistolen brauchen wir, glaube ich, nicht. Lego ein bisschen klingt, glaube ich, auch ganz gut. Sportkleidung? Ach nee, komm. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon habe. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Alter, was die hier für Sicherheitsmechanismen aufgebaut haben, das ist krass. Lecker knusprige Eichhörnchenbissen. Oh, ich hätte mal was essen sollen vor der Aufnahme. So. Player, es war doch... Ach, egal. Anwesend. Noch ein aktives Terminal. Wir hatten nicht die Zeit, die Verteidigungsanlagen vor uns hochzufahren. Schalte sie an. Ja, dann... Ach, das ist ja gar nicht verschlossen. Schade. Geschützturm, das scharfe Munition aktivieren. So. Werden die jetzt aktiviert? Ich glaube, sie sind aktiviert. Ja, da stand gerade deaktivieren. Die Feindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig neu eingestellt werden. Möglicherweise kann ich ein Gegner. Gott, ich habe die ganze Zeit heute The Crew gespielt. Ich bin überhaupt nicht mehr an den Shootern gewöhnt gerade. Hallo, steht mir nicht alle im Weg rum. Oh, reg dich nicht auf, Frau. Ich habe Blut auf meinen Stiefeln. Was soll ich denn da sagen? Ich
laufe hier in irgendwelchen Klamotten rum, die schon irgendwelche anderen Leute anhatten. Das ist viel schlimmer. Ich hatte Blut. Ich habe Blut auf meinen... Alter, die ist so... So, wir sollen uns vor Run in Acht nehmen. Ich lade mal gerade nach. Bewegung entdeckt. Seltsam. Was haben wir denn hier? Ach nein. Ich dachte, jetzt kommt hier ein fettes Terminal. Aber es ist ein Einsteiger. Wires, Lift, Fists. Haben wir noch irgendwo ein Kennwort? Ranks. Hands, Traps. Ich mach mal Wires. So geil. Wieso sind die so erratbar, die Kennwörter? Oder warum erwische ich die immer so schnell? So, Tür wird geöffnet. Wunderbar. Jetzt muss ich mich hier echt noch als Elite-Hacker irgendwann bezeichnen. Dabei bin ich nur Softwareentwickler. Da oben sind welche. Kann ich hier durch... Ich weiß gar nicht, kann ich hier durchschießen? Ja, anscheinend schon. Dann machen wir mal so. Ja, so. Oh, komm schon. Wieso schieße ich mittlerweile mit dem Wetz ungenauer als so? Warum brenne ich gerade? Irgendwo ist noch einer da oben. Was? Auch wenn es dich vielleicht überrascht, es gibt nicht unter allen Slogan-Shows eine weitere Tour. Wir betreten ein Forschungslabor der Defense Intelligence Agency. Was zum Teufel ist das? Man nennt ihn das Switchboard. Der Prototyp ist im Zentrum der Einrichtung weggesperrt. Ich habe keine Ahnung, wovon die gerade geredet haben, weil beide haben durcheinander geredet. Oh, modische Brille ist gut. Nein, ich muss ja jetzt muss ich ein bisschen mich ein bisschen zurückhalten. Ich habe ja irgendwie den Cheat vergessen. Die Haarklammer nehmen wir natürlich trotzdem mit. Ich habe auch gesehen, genug. Ah, wir kochen mal ganz kurz. Ich habe nämlich, glaube ich, so ein paar Sachen. Ein bisschen XP können ja nie schaden. Haben wir noch was? Oh, nee, schade. Irgendein Getränk? Nee, nichts. Okay, dann können wir hier, glaube ich, wieder raus. Irgendwie sehe ich ganz schön bekloppt aus. Mir hat das mit dem Pilotenhelm irgendwie besser gefallen. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich glaube, der hier ist besser. Die Sicherung nehme ich natürlich mit. Also hier drüben, ich weiß, da ist auch noch ein Terminal. Aber ich habe auch gesehen, hier ist ein Fusionskern. Den nehmen wir natürlich mit. Okay, aber jetzt kümmere ich mich, glaube ich, erstmal schnell um das Terminal. Mal gucken, was wir hier noch rauskriegen. Auch nicht versperrt. Slocum Joe's wöchentliches Update. An SigInt CC, Deborah R. Finch, Lieutenant Colonel. Tarnungseinsatzbesprechung, Leute. Die Zahlen für den September sind da. Nummer 38 hatte einen arbeitsreichen Monat. Wir hatten 18% mehr Kunden, obwohl wir die Putzleistungen halbiert haben. Wir starten mit der Operation Faules Ei des Generals, also haltet auf dem Weg zum Aufzug die Luft an. Heißt das, der General hat auf dem Weg zum Aufzug gefurzt? Egal. Wenn jemand Brumbus erwähnt, stellt euch dumm. Himbeere und Sahnefüllung waren die beliebtesten Sachen diese Woche. Der Bürgermeister ist am Donnerstag vorbeigekommen, um ein paar Hände zu schütteln. Falls Freunde oder Familienmitglieder fragen, sagt, dass ihr unten in der Lieferabteilung wart und es verpasst habt. Am Samstag gab es ein unerwartetes Gewitter, bei dem es einen der Transformatoren erwischt hat. Es gab im ganzen Block 4 Stunden lang keinen Strom, von 9 bis 13 Uhr. Alle, die Dienst hatten, wurden bereits informiert, aber jeder würde wissen, dass das Lieferteam in der Zeit drinnen festsaß. Sie haben eine Donut-Party veranstaltet. Denkt dran, ablenken, ablenken, ablenken. Je weniger Details ihr preisgibt, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass ihr über eins stolpert. Hm? Hindukusch-Bericht? An Michael F. Galeski, Corporal. Von Dr. Rami Jan. Betreff Hindukusch, TPN abgefangen. Wir brauchen alles, was Sie über das Signal TPN 03 beschaffen können. Direkte Aufklärung, Funkaufklärung, ganz egal. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Tägliche Updates. Sobald Sie etwas Handfestes haben, leiten Sie es an die Datenbank weiter.
Ich habe ein bisschen den Zusammenhang hier verloren. Von an Michael F. Gillespie, Corporal von J.T. Faraday, Corporal. Betreff Halloween-Party. Nach dem Dienst gehen wir ins Antoine's. Da steigt eine richtige Halloween-Party mit Kostümen und allem drum und dran. Lieutenant Dance war da bestimmt auch. Zivilisten werden auch da sein, einschließlich jemand, von dem Kate glaubt, dass sie dir gefallen wird. Auch ganz sicher niemand, der nur auf Geld aus ist. Du musst mehr rauskommen. Das ist ein harter Auftrag für uns alle, also lass dich nicht von diesen Datenverlierern runterziehen. Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen den Zusammenhang verloren, deswegen verstehe ich gerade nicht mehr so ganz, worum es hier geht. Ich habe zu lange, glaube ich, gerade einfach nicht gespielt. Antiker Globus, wer ist das denn? Achso, das ist der Synth von vorhin. Die Pistole brauchen wir, glaube ich, nicht. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch ein Terminal. Moment, hier war noch... Oh, Handbuch für verdeckte Einsätze. Bingo. Ja. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Sehr schön. So wünsche ich mir das. So, irgendwas war da noch. Erkennungsmarken. Ich glaube, die sollten wir für irgendjemanden... Und technisches Dokument sollten wir auch für irgendjemanden sammeln, ne? Ich erinnere mich, Dunkel, ich erinnere mich. So, zentrales Terminal. Experte. Ach, das knacken wir doch. Easy. Adventure. Ja, ich glaube, das ist schon das Passwort. Awakening Villagers. Ha, Awakening könnte es, glaube ich, auch sein. Wir probieren mal Adventure. Oh, dann ist es nicht Awakening. Telefon? Haben wir da irgendwelche... Nee, kann nicht sein. Treat... Bin drin. Ah, siehst du? Zweiter Klick und schon wieder das Passwort. Wir sind so gut. DEFCON-Status 2077. Anchorage Entwarnung DEFCON 3. Compact Fleet meldet 3 nicht identifizierte Unterwasserobjekte vor Küste von Kalifornien. JCS bitte Befehle erteilen. US Air Force hat Schwadrone in großer Höhe über der Beringstraße gesichtet, möglich chinesisch. Ion DS meldet 4 wahrscheinliche Starts, DEFCON 2, NORAD bestätigt Starts, DEFCON 1, authentifizierter Befehl, Reaktionsszenario MXCN91, wiederhole MXCN91. Pennsylvania, New York, bestätigte Treffer, offline, offline, offline. Ich glaube, das hat was tatsächlich damit zu tun, was hier passiert ist. Also, Datenbank beschädigt, schade. Ich vermute, das hat was damit zu tun, was hier im... Was war das, der dritte Weltkrieg? Ich glaube ja, das war ja hier im dritten Weltkrieg, was hier passiert ist. So, ich gucke mal ganz kurz, hier haben wir nichts. So, noch ein Expertenterminal. Ist hier denn eigentlich noch was? Müssen wir hier noch irgendwas... Hä, habe ich jetzt irgendwas vergessen oder so? Das sind die 2 Fernseher. Das Ding haben wir... Nö, dann probieren wir uns an dem Expertenterminal. Das sollte ich ja eigentlich auch aufkriegen. Ich hoffe, damit geht die Tür auf. So, nächstes Passwort. Oh Gott, ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Also, falls ihr es jetzt rascheln hört, ich packe nur gerade das Taschentuch aus. Also, schon wieder besser. Difficult, Direction, Refreshed, Crumbling, Hurriedly, Strangers. Naja, okay, Strangers war es nicht. Ein Treffer. Dann kann es nicht difficult sein. Direction. Auch nur ein Treffer. Ich vermute, dass er... Refreshed ist es dann nicht. Crumbling. Oh, Moment, wo waren wir? S, I, R ist gleich. A, N, G, I. Ach. Okay, diesmal bin ich nicht so gut. Ha, hurriedly. Wusste ich es doch. Hätte ich mal gleich angeklickt. Optische Stolperdrahtsteuerung. Was? Die kann man bestimmt ausschalten, oder? Optische Angriffserkennung. Willkommen Administratorbenutzer. Bitte wählen Sie eine Option. Ja, deaktivieren ist immer gut. So. Laser Sex Systems. Wir haben hier irgendeinen... Achso, ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, hätte es hier gleich Boom gemacht. Sensor meldet feindliche Präsenz. Ich sollte... Oh. Bewegung entdeckt. Seltsam. Also, rechts geht's zum Department X, zu den Datenbanken, zu SickInt. Oh, ich sollte mich... Ich glaube... Moment, ich habe die ganze Zeit nicht aufgepasst. Hilfsmittel... Ich habe doch hier so... Bücher... Eichhörnchen am Stiel... Und irgendwas hatte ich doch, glaube ich, noch, was man ganz gut essen konnte, oder?
gegrillte Radkakerlake. Ich hoffe, das reicht. Oh Gott, das reicht bei weitem nicht. Warum zeigt der hier unten immer dann hier so zack voll und... das heißt, ich brauche noch irgendwas. Aber was? Was nehmen wir denn da? Max AP? Ich will halt kein wirkliches Buff-Food verbrauchen. Ein Hirnpilz, nee. Das macht alles Rad. Hundefutter in der Dose. Ein Moment, wir haben bestimmt noch Köterkeulen, oder? So, jetzt sollte ich aber... Ja, da. So, jetzt aber. Bitte, ich bin immer noch nicht voll. So. Okay, also ich würde sagen, wir gehen erstmal aufs Klo. Erstmal pinkeln. Das ist doch deutlich wichtiger als hier irgendwie... Das ist eine verschlossene Tür. Ah, siehst du, aber ich wusste nämlich, das war mir so klar, dass auf den Klos immer Stimpaks liegen. Und guck hier noch ein bisschen Chat. Wunderbar. Die Tür ist zu. Kann ich die aufmachen? Nö, okay, nix. Gucken wir nochmal bei den Damen. Wir waren gerade bei den Damen. Siehst du, ein Rat-Away. Ich sag doch, die Klos sind, ja, die Klos sind ein Quell von Ausrüstung. Da kann ich nicht. Okay, dann knacken wir jetzt doch mal die Tür. Komm. So. Geschafft. Dafür habe ich die... Okay, dafür habe ich... Ja, das ist schon eher... Ich wollte gerade sagen, was für das da habe ich die Tür geknackt. So. Okay, jetzt müssen wir doch zu SickInt und R&D und zum... zum Ausgang. Ja, das klingt natürlich gut. Ausgang klingt natürlich besser als SickInt. Wobei ich gerade... Ich habe gerade echt das... SickInt? Klammerbox. Irgendwo ist hier... Ach, das hier ist SickInt. Okay, hier sind wir bei SickInt. Naja, dann müssen wir wohl weiter. Checkpoint Alpha, SickInt, CIC und Klo. Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig neu eingestellt werden. Gehen wir... Department X klingt ganz gut. Ich glaube, da müssen wir sogar hin. Warum schießen die eigentlich immer nur auf mich? Ist euch das mal aufgefallen? Die schießen nie auf die anderen. Oh, der hat natürlich... Die Synth-Rüstung, die war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Na gut, die automatische Pistole, weiß ich nicht, ob ich die jetzt... Dieser Abspielknopf. Carrington, Stanley. Ich würde sagen, wir haben Glück. Wir haben die Bewohner knapp verpasst. Sesam, öffne dich. Hallo, kannst du mal warten? Ich habe hier noch was vor. Also hat Tommy Whispers es nicht überlebt. Er starb, um unsere Geheimnisse zu beschützen. Mal sehen. Da, Tommy würde wollen, dass du seine Knarre bekommst. Lass dich nicht von ihrer Größe täuschen. Perfekt. So, wir haben Carringtons Prototyp. Oh, eine Mini-Atombombe. Die nehmen wir natürlich auch mit. Was ist das? Das kann ich nicht... Nee, ach schade. Ach, das ist wahrscheinlich dieses Laser-Sicherheitsnetz-Gedöns. Irgendwie habe ich hier... Was ist so besonders an der Pistole? Tüfteltom hat sie restauriert. Du lernst ihn später noch kennen. Modernste Altwelttechnologie. Mächtiger Rums, aber noch wichtiger, sehr leise. So eine Waffe findest du kein zweites Mal. Oh, schön. Der Erlöser. Schöne alte Pistole. Ich mach dir Carringtons Prototyp. Wenn du ihm Desdemona gibst, darfst du bei unserer lustigen Truppe mitmachen. Am Ende des Ganges ist ein Aufzug. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein, gegen die Chromschädel zu kämpfen. Okay. So, irgendwie hier war noch was. Da wollte ich nochmal ganz kurz gucken, was hier noch liegt. Siehst du? Oh, ein Chemikalienschutzanzug mit gleich zwei Stück. Das ist natürlich super.
Ich hoffe, ich muss... Den will ich mir jetzt mal ganz kurz angucken. Moment. Kleidung. Boah, jawoll. 1000 Rad Widerstand. Das ist saugeil. Ich weiß, womit ich die Quest weitermachen kann. Und wir haben gleich zwei davon. Und wir haben hier noch eine Waffenwerkbank und so. Ich guck da, glaube ich, mal ganz kurz rein.